Mein Name ist Linda Böttcher. Ich bin 20 Jahre alt und ich habe nach meinem Abitur einen Freiwilligendienst in einer Bibliothek in Chevigny-Saint-Sauveur gemacht. Chevigny-Saint-Sauveur ist in Frankreich in der Nähe von Dijon und dementsprechend habe ich in Dijon gewohnt. Und ich bin total froh darüber, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Unter anderem auch, weil mir mein Freiwilligendienst erlaubt hat, darüber nachzudenken, was ich studieren möchte. Und ich habe mich dazu entschlossen, in Frankreich zu studieren. Erstmal zu meinem Freiwilligendienst. Dort habe ich in dem Teil der Bibliothek gearbeitet, in dem Spiele verliehen wurden. Und wir haben zum Beispiel Spiele animiert mit Kindergartenkindern und nachmittags kamen Familien mit ihren Kindern, um eben dort zu spielen. Und das habe ich eben als Freiwillige dann begleitet. Und eine weitere Sache, die ich an meinem Freiwilligendienst total gerne mochte, waren die Seminare, weil die eben damit geholfen haben, die Erfahrungen zu reflektieren, die wir gemacht haben. Und das fand ich persönlich sehr bereichernd für meine Entwicklung. Und ja, ich fand es schön, eben nach der Schule ein bisschen aus dem Lernumfeld rauszukommen und etwas vollkommen anderes zu machen, als ich es kannte. Und nun aber wieder zu studieren. Und zwar mache ich einen Bachelor an Sciences Po Paris auf dem Campus Nancy, der eine deutsch-französische europäische Spezialisierung hat. Und konkret heißt das, dass die Kurse in Sozialwissenschaften auf Deutsch, Französisch und Englisch unterrichtet werden. Und das ist total bereichernd, weil es eben erlaubt, auf all diesen drei Sprachen sich wissenschaftlich auszudrücken. Und bei Sciences Po im Bachelor ist es so, dass das dritte Jahr im Ausland stattfindet. Und ich werde also mein drittes Jahr, das mir jetzt noch bevorsteht, vermutlich in Großbritannien verbringen. Und ich freue mich total darüber, dass ich diese Möglichkeit habe. Und das alles durch meinen Freiwilligendienst ursprünglich.